Hallo zusammen, der Rolf Siller begrüßt euch zu einem ganz, ganz kurzen Tutorial hier in Conan Exiles. Und zwar geht es heute um den, ja, wie sage ich, Aloe-Saft, beziehungsweise Heiltrank. Ihr braucht diesen Kessel dafür, das geht nicht auf der normalen Feuerstelle. Ihr packt Aloe-Blätter rein, ihr packt Holzkohle, ist egal was rein. Und dann schaltet ihr es ein und ihr seht hier unten, Aloe-Extrakt kommt raus. Und zwar 1 zu 2, das heißt aus 50 Aloe-Blättern werden dann 25 Heiltränke. Und wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Da kommt schon der kleine Racker auf uns zu. Na, der will mich gar nicht. Hallo? Haust du mich jetzt mal? Danke. So, ihr seht, ich verliere Leben. Auf der 7 ist das Aloe-Extrakt. Ich werfe das jetzt einfach mal ein. Ja. Es ist kein plötzliches Komplett-Wiederherstellen, sondern es ist, wie ihr seht, über die Zeit. Und der Effekt ist aber jetzt schon vorbei. Also der hält ungefähr, habt ihr gesehen, lass mich nicht lügen, so 10 Sekunden und dann kriegt ihr in kleinen Schüben immer ein bisschen Leben wieder. Das ist, glaube ich, in Kämpfen ganz gut, wo mehrere Gegner am Werk sind und man sowieso vielleicht ein bisschen hin und her kitet und die auf Distanz hält. Ist auf jeden Fall nett, werde ich probieren in meinen nächsten Scharmützeln. Ich hoffe, ihr seid bei diesen Scharmützeln dabei. Wenn ihr da Lust drauf habt, abonniert einfach oder lasst ein Like da. Über Kommentare freue ich mich auch immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.